Hallo und ein ganz großes Willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial. Ihr seht es vielleicht schon, in diesem Tutorial dreht sich alles um die neue Neuerung der Kakaobohnen, die man jetzt ab dem 1.3 auch offiziell anbauen kann und abbauen kann. So, und zwar ist es eine halbautomatische Erntemaschine, weil anpflanzen muss man leider immer noch. Aber sie ist halbautomatisch, das heißt, sie erntet alles für euch ab. Das kann man etwas größer bauen, das kann man etwas kleiner bauen, wie man möchte. Und zwar habe ich mir hier mal die Neuerung zunutze gemacht von den Dispensern. Und zwar spucken die jetzt Wasser auf Knopfdruck. Und dann braucht man nicht immer diese lästigen Pistons, die dann alles verschieben und was alles nur noch viel komplizierter macht. Und deshalb funktioniert es mit den Dispensern wunderbar. Und ich zeige euch das jetzt einfach mal kurz. Wenn man hier jetzt auf diesen Knopf drückt, dann wird das hier alles automatisch abgeerntet. Und dann kann man warten, bis alles nach vorne gespült wird. Und dann drückt man gerade wieder den Knopf. Und man kann die Kakaobohnen einsammeln. So, die Kakaobohnen kann man dann wieder dranhauen. Wichtig ist, man kann jetzt nicht hier eine dran machen und hier eine dran machen, da eine Kakaobohne jeweils einen ganzen Block einnimmt, so wie ich das weiß. Also, man kann sie nicht hier dran machen und hier dran machen, dann müsste man ein bisschen Platz lassen, aber man könnte sie jetzt wieder hier eine dran machen. Also das würde funktionieren, da könnt ihr ein bisschen rumspielen, von der Größe her, wie ihr das alles haben wollt. Und ich dachte jetzt gerade schon, mein Mikrofon ist aus und jetzt bauen wir das Ganze einfach mal nach. Also dafür braucht ihr einen, so wie ich weiß, 7x8 war es, glaube ich, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8, 9. Ein 7x9 großes Feld. Das geht ganz einfach. Ich mache das jetzt einfach mal hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3. Hier muss frei bleiben. Oder? Ja. 4, 5, 6, 7. So, jetzt gerade wieder hier hoch. Und es wird schon wieder dunkel, Moment. So, ist wieder alles schön hell, ne? So, das kann man jetzt gerade mal so machen. Und jetzt könnte man, damit eigentlich alles schon ziemlich schnell geht, könnte man jetzt theoretisch schon hier die das Dschungelholz anbauen, damit es alles ziemlich schnell geht und das nachher nicht noch mühsam. Ach, von mir aus. Ich mag das eher, wenn es so nach oben zeigt. So, weil dann kann man die Dschungel, dann kann man jetzt die Kakaopflanzen schon anbauen und später kann man das dann gleich abernten, solange man mit dem Bauen fertig ist. So, jetzt machen wir gerade kurz unsere Kakaobohnen dran. Ich mache jetzt einfach mal kurz hier gerade so ein paar dran, ich könnte es eigentlich auch ganz befüllen. Von daher ist es relativ egal, mal kurz. So, hier ein dran, von mir ist auch da ein dran, da ein dran. Da ein dran, da ein dran und da ein dran. Auf der Rückseite genauso. Da ein dran und da ein dran. So. Jetzt brauchen wir diese Dispenser. Die sind unter Redstone zu finden. Die Dispenser setzen wir jetzt einfach mal hier oben drauf. Das ist wichtig für die Strömung, weil sonst funktioniert das nicht mit der Strömung. Hinten dran ein Block. Da ein Block. Hier ein Loch. Das kann man jetzt erstmal zwei tief machen. Das kann man danach alles wieder zumachen. Und dann graben wir jetzt hier einfach mal kurz vor. Zack, zack. Dann hier rein. Und dann hier hin. So, das kann man jetzt alles mit Redstone auslegen. Ja. Hier kommt ein Block hin. Und Redstone drauf. Und dann kommt hier Redstone, da Redstone, da Redstone, da Redstone hin, da Redstone, da Redstone, da Redstone. Und dann kann man theoretisch das Ganze schon wieder zumachen. So, hier nicht. Oder? Ne, da nicht. Hier, zack, 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 zack. Zack. Ne, hier darf keiner rein. Oder? Wie war das? Ah ne, genau, ihr dürft das Signal nicht hier lang legen, sondern ihr müsst es hier entlang legen. So, und dann kann jetzt hier auch wieder zu. Ja, genau.
Und dann müsst ihr noch eine Sache beachten, und zwar braucht ihr dafür ein Slab. Welcher Slab ist eigentlich relativ egal. Ich nehme jetzt einfach mal den Dschungelholz-Slab, weil der halt systematisch hier reinpasst, aber sich hier gerade irgendwie nicht dran bauen lässt. Nein, so wollte ich das auch nicht. Hallo? Aus irgendeinem Grund lässt sich der Slab gerade nicht dran bauen. Ich habe das gerade eben mit einem Brick-Slab gemacht. Hallo? Irgendwie immer, wenn ich es baue, funktioniert es, aber danach funktioniert es nicht mehr. Sehr komisch. Sehr komisch. Ich verstehe jetzt gerade nicht, wieso das nicht funktioniert. Da vorne hat es doch gerade eben funktioniert. Ihr seht, hier hat es funktioniert, einwandfrei. Ach so, deshalb hat es hier funktioniert. Okay. Alles klar. Also, wie gesagt, es passieren immer mal ein paar Fehler. Und zwar muss das hier nämlich runter und dann geht es hier rein und dann sollte das eigentlich funktionieren. Jetzt möchte ich es aber trotzdem wieder aus dem Dschungelholz haben, weil es einfach besser hier reinpasst. So, ich glaube über Repeat, weil dann wird hier das Redstone-Signal nämlich auch nicht abgeschlossen. Ja doch, abgeschlossen. Ich glaube über Repeater brauchen wir uns gar keinen Gedanken zu machen, das müsste alles reichen so von dem her. Und dann setzen wir uns hier gerade einen Button hin. Wichtig, das muss ein Button sein, kein Schalter, weil sonst kann man das Wasser später nicht mehr ausschalten. Weil wenn das ein Schalter ist, dann kann man den Button nicht ausschalten, dann kann man das Wasser nicht ausschalten, sondern das Wasser läuft dann die ganze Zeit durch. So, hier setzen wir jetzt gerade kurz einen Eimer Wasser rein. Und hier genau so. So. Jetzt ist eigentlich alles schon fertig. Ich würde an eurer Stelle entweder hier noch einen zweiten Block draufsetzen oder eventuell hier gerade so Slabs drauf machen, weil dann kommen hier auch keine Monster oder irgendwelche anderen Mobs rein. Ich mache das eigentlich immer gern mit einem kompletten Stein, weil es halt einfach nicht gerade schöner aussieht, aber ich finde es trotzdem immer noch sicherer. Ihr könnt dann hier vorne dran auch noch gerne ein Zauntor hinmachen. Ich mache das mal gerade ganz kurz, solange die Dinger eh noch wachsen. Das ist, glaube ich, irgendwo hier drin. Ne, das ist bei, oder? Ich habe keine Ahnung, wo das drin ist. Ich schaue jetzt einfach mal kurz. Ja. Das ist bei Redstone drin, das wundert mich gerade irgendwie nicht. Also ihr könnt dann hier noch ein Zauntor reinmachen, dann kommen hier auch wirklich gar keine Mobs rein. Und ich mache jetzt einfach mal, weil es halt schöner aussieht, mit ein paar Slabs das Ganze. Ich bevorzuge es eigentlich eher so, weil ich finde es irgendwie sicherer. So, dann könnt ihr hier vorne ein Zauntor dran machen, dann ist es nochmal sicherer. Und ja, jetzt wäre das eigentlich soweit alles fertig. Ich habe jetzt gerade bloß kein Dingmehl da, aber das kann man ja kurz ändern. Dann würde ich die mal kurz voll wachsen lassen. Und dann müsste das jetzt auch gleich alles funktionieren. Also wie gesagt, man kann es natürlich auch von Hand abernten. Ist jetzt gerade auch nicht das Hexenwerk, aber ich finde es halt eine ganz angenehme Sache. Man muss es jetzt nicht unbedingt machen, aber wer sich die Zeit dazu nehmen möchte, hier was zu bauen, und ich finde, es passt, ich finde, es sieht auch echt cool aus, so mit dem Ganzen. Und jetzt starten wir einfach mal hier, das hier, unsere halbautomatische Kakao-Erntemaschine. Jetzt funktioniert's. Gerade hat irgendwas nicht funktioniert, aber jetzt funktioniert's auch. So, und wir sehen schon, das Tor geht damit leider auf. Ist ein bisschen doof. Man könnte den Schalter jetzt auch noch nach hierhin versetzen. Das könntet ihr gerne machen. So, und dann drückt ihr einfach wieder auf den Knopf drauf. Ich habe jetzt leider schon alle aufgenommen. Ach, wisst ihr was? Das machen wir jetzt einfach mal kurz. Weil das regt dann doch schon ziemlich auf, wenn hier die ganze Zeit die Tür mit aufgeht. Ach komm schon. So. Ungewollt. Ungewollt, alles ungewollt. So, dann bauen wir hier noch kurz einen Button hin und dann funktioniert das. Und dann funktioniert das. Und dann funktioniert das.
Sag mir jetzt nicht, dafür brauchen wir jetzt einen Repeater. Das würde mich nämlich jetzt richtig ankotzen. Dann machen wir halt hier kurz einen Repeater rein. Ist jetzt auch nicht so heftig. So, jetzt geht's. Also da braucht man dann doch einen Repeater. Waren gerade eben anscheinend genau 15. So, aber jetzt funktioniert alles. Und damit ist unsere halbautomatische... Quatsch, so nicht. Unsere halbautomatische Kakao-Erntemaschine fertig. Klar, ihr dürft die natürlich selber nachbauen. Da habe ich gar nichts dagegen. Ist jetzt hat bestimmt noch schon jemand vor mir gemacht, aber... wie gesagt, es ist ein schönes Teil, gefällt mir. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch ein Gefällt mir, also einen Daumen nach oben machen. Oder mich abonnieren oder mir einfach in die Kommentare schreiben, was ich als nächstes ein Tutorial drüber machen sollte. Oder was ich verbessern könnte an meinen Videos. Und damit sehen wir uns dann im nächsten Video oder im nächsten Let's Play. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen, euer Minecraft FSK.